Ja, nach meinem größeren Reisefilm werde ich von euch immer wieder gefragt, wie hast du das Ganze denn organisiert, worauf muss man achten und was kostet der ganze Spaß? Dazu möchte ich euch natürlich für Patagonien auch ein paar Antworten geben. Vielleicht erstmal ein paar Worte zur Anreise. Also Patagonien liegt ja im äußersten Süden von Südamerika. Das ist in Chile und in Argentinien. Und wenn man von Europa dahin fliegt, dann gibt es keine Direktflüge. Man muss immer über Buenos Aires in Argentinien oder bei Santiago de Chile in Chile fliegen. Und ein Flug von Europa dauert so 13 Stunden ungefähr darunter. Ähm, man kann fliegen mit Air France, das haben wir gemacht, oder mit KLM. Äh, ich glaube, Lufthansa fliegt auch nach Buenos Aires. Ähm, manche fliegen mit Iberia über Madrid. Äh, gibt es verschiedene Optionen. Ich würde sagen, günstige Flüge, wenn man entsprechend früh genug bucht, äh, kann man in der Economy für unter 800 Euro darunter, also bis Buenos Aires oder bis Santiago de Chile. Wenn man also über Argentinien anreist, dann wäre die nächste Option von Buenos Aires aus nach El Calafate. El Calafate ist quasi so der größte Flughafen da unten in der Region, liegt am Lago Argentino und das ist eigentlich der Ausgangspunkt für alle Touren durch Patagonien von der argentinischen Seite aus und direkt in der Nähe von El Calafate liegt eben die Saperito Moreno Gletscher. Den will man ja auch wahrscheinlich besuchen. So, die Fluglinie darunter, das ist Aerolinas Argentinas. Die haben relativ viele Verbindungen. Das klappt gut. Das Einzige, worauf man achten muss, man muss wahrscheinlich bei der Anreise... In Buenos Aires den Flughafen wechseln. Das heißt, es gibt einen internationalen Flughafen, der ist ein bisschen außerhalb, und es gibt einen nationalen Flughafen, der ist relativ stadtnah. Das heißt, wahrscheinlich sollte man eine Zwischenübernachtung irgendwie einplanen. Ja. Für Santiago de Chile selber habe ich keine Erfahrung. Das Problem ist, deswegen haben wir uns auch vor Argentinien entschieden, wenn man über Chile fliegt, dann fliegt man von Santiago aus nach Punta Arenas. Und Punta Arenas ist eine relativ große Stadt, noch mal so vier Stunden südlich vom Torres del Paine oder eigentlich sogar vier Stunden südlich von Puerto Natales. Und das ist irgendwie noch mal so ein zusätzlicher, ja, noch mal ein zusätzlicher halber Tag auf der An- und auf der Abreise, den man eigentlich nicht braucht, weil Punta Arenas meines Wissens nach jetzt nicht unbedingt so spannend ist. Deswegen haben wir El Calafate gewählt, weil man da eben direkt den Gletscher hat. Und wir haben auch ganz gute Mietwagenpreise da bekommen. Oder einen Mietwagen zu guten Preisen. Das wäre dann direkt der nächste Punkt. Beim Mietwagen, wenn man mit Mietwagen fährt, so wie wir, was sich empfiehlt, ähm, muss man darauf achten, dass der Vermieter es einem erlaubt, über die Grenze zu fahren. Viele erlauben das nicht. Wir hatten da jetzt gute Erfahrungen mit Herz gehabt. Man muss aber den Grenzübertritt im Vorfeld ankündigen. Man muss auch eine Kopie von seinem Reisepass dahin melden und man zahlt eine Gebühr. Ich glaube 175 Dollar haben wir bezahlt. Dann bereiten die so ein paar Papiere vor. Die lässt man dann bei jedem Grenzübertritt lässt man die abstempeln. Muss man auch, also sonst kommt man hinterher nicht wieder zurück. Und was auch sehr sehr wichtig ist, dass man sich vergewissert, dass man ein funktionierendes Reserverad hat und auch entsprechendes Werkzeug. Das haben wir äh, nämlich wirklich gebraucht. Also, die Straßenzustände sind teilweise nicht ganz so toll. Also, die großen Hauptstraßen sind alle gut, aber auch im Torres del Pine so. Die Parkroads haben teilweise üble Schlachlöcher. Und da haben wir auch mal einen Reifen wechseln müssen. Wir hatten als Mietwagen einen alten Fiat. Ich weiß gar nicht, welches Modell genau. Ich glaube, den gibt es in Europa nicht. Sieht man da aber relativ oft umfahren. Der ist in Ordnung, relativ geräumig. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben 700 Euro für die zwei Wochen bezahlt. Und ich meine, die erste Buchung, also ich habe mehrfach gebucht immer wieder storniert, würde ich auch empfehlen. Die war auch deutlich höher. Da war es, glaube ich, 1800 Euro oder so. Und es ging dann sukzessive runter. Also da sollte man einfach auch drauf achten. Was ich auch empfehlen würde, ist, die Nationalparks vorzubuchen, also Los Glaciares, wo der Perdito Moreno Gletscher ist, und Torres del Paine. Dann ist man zwar nicht mehr so ganz flexibel, aber wenn man so wie wir die Route ziemlich genau vorgeplant hat, dann weiß man ja, wann man wo ist. Und ähm, das macht es einfach vor Ort leichter. Und es geht dann auch deutlich schneller. Gerade wenn man mal an so einem Parkgate ist und da ist ein großer Bus vor einem, dann kann das schon ganz schön dauern. Und ähm, so muss man einfach nur das Ticket tauschen und fertig. Und ja, vielleicht generell noch mal kurz was zu Patagonien. Es gibt eigentlich drei Bereiche, die interessant sind. Das ist einmal der Torres de Paine Nationalpark in der Nähe von Puerto Natales in Chile. Das ist der Los Glaciares Nationalpark in Argentinien, einmal mit diesem Perito Moreno Gletscher bei El Calafate und dann der Nationalpark heißt da auch noch mal Los Glaciares, oder ist der nördliche Teil bei El Chalten. Da zahlt man zwar keinen Eintritt mehr, aber eigentlich alles um El Chalten herum ist Nationalpark, also alle Wanderungen, alle Fotospots sind dann da im Park. So, das sind so die drei Bereiche und ich würde sagen, man braucht so vier Tage für El Chalten, vier Tage für ähm, Torres del Paine und zwei Tage für den Perito Moreno. Kann man natürlich nach hinten hin beliebig verlängern, aber das ist so das Minimum, was man haben sollte. Wir haben vor Ort in Hotels und Hosterias übernachtet, man kann aber auch campen, das geht auch. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das empfehlen würde, wir hatten zwar gutes Wetter, aber es kann natürlich im Herbst auch schon Schnee und Sturm und sowas sein, also muss man überlegen, ob man das machen möchte. In El Calafate haben wir in der Hosteria La Estepa übernachtet, die ist so ein bisschen außerhalb, so also ein bisschen erholt über dem Ort gelegen, schöner Blick und so weiter. Wenn man essen gehen will, muss man natürlich immer reinfahren, aber dafür ist man dann auch relativ schnell auf der Straße zum Perito Moreno Gletscher. Da fährt man dann halt zwar noch ein ganzes Stück, aber man muss da nicht mehr durch den Ort. Bezahlt haben wir, glaube ich, pro Nacht so um die 65, 70 Euro mit Frühstück. Dann haben wir als nächstes übernachtet in Puerto Natales. Das haben wir aus dem Grund gemacht, weil es im Torres der Peine keine Tankstelle gibt und man fährt ja schon ein Stück darüber über die Grenze. Ähm, dann haben wir in Puerto Natales nochmal, ähm, waren wir nochmal einkaufen, waren wir nochmal tanken und so weiter. Und da haben wir in der Hacienda Dorothea übernachtet, auch sehr, sehr schön. Äh, auch ein bisschen außerhalb, ich glaube auch keine 100 Euro die Nacht mit Frühstück. Ja, und dann waren wir vier Nächte in der Hosteria poh oder P.O.H. Ich weiß nicht, wie es sich genau ausspricht. Das ist eigentlich, ähm, also sie ist völlig überteuert. Ich glaube, wir haben bezahlt 170 Dollar pro Nacht. Mit einem Frühstück, was wir nur einmal genutzt haben, weil es auch nicht doll war. Zimmer sind alt, eher so wie alte US-Nationalpark-Lodges. Äh, Betten waren wirklich in Ordnung. Badezimmer reden wir lieber nicht drüber. Also sehr, sehr einfach, würde ich sagen. Aber sie liegt halt perfekt mitten im Park. Also innerhalb der Parkgrenzen. Man muss sich keine Gedanken machen, ob der Park morgens schon auf ist oder nicht. Das war so ein bisschen unklar. Man ist wirklich im Park. Und ja, die liegt auf so einer kleinen Insel. Da geht man über eine Fußgängerbrücke hin und dann hat man eigentlich schon von der Hosteria aus, und von dem kleinen Hügel äh, nebenan, hat man schon tolle Blicke auf die querinos und kann von da schon Fotos machen. Also wirklich perfekt und äh, strategisch gut gelegen. Man kann alles relativ schnell erreichen. Ähm, das macht also die Lage, macht wirklich die Qualität mehr als Wett. Kann ich nur jedem empfehlen da zu übernachten, wenn man da ein Zimmer kriegt, denn so viele gibt es da nicht. Und die ist schon relativ früh im Voraus ausgebucht. Also ich weiß, als ich gebucht habe, das war ein halbes, dreiviertel Jahr mindestens oder fast so ein Jahr im Vorfeld, da waren schon an manchen Daten im Herbst waren schon gar keine Zimmer mehr verfügbar. Also ähm, Empfehlung wegen der Lage, nicht wegen der Qualität, aber es ist in Ordnung. Und in El Chalten haben wir in den Andino Apartments übernachtet. Da hatten wir ein Apartment mit zwei Schlafzimmern. Ich glaube, es gibt welche mit einem und welche mit zwei Schlafzimmern. Wir hatten eins mit zwei. Und da haben wir bezahlt 150 Dollar die Nacht inklusive Frühstück. Frühstück war ganz cool. Die, legen, die machen einem das fertig und legen einem das abends vor die Zimmertür. Das heißt, die sind, gehen davon aus, dass man wandern geht und morgens da eh kein Frühstück schafft. Und ja, so sparen sich den Frühstücksraum. Aber man hat halt auch direkt quasi ein Lunch- oder Frühstückspaket, was man einpacken kann. Und ja, El Chalten bietet jede Menge Unterkünfte ähm, in verschiedenen Preisklassen. Ich würde sagen, wir waren jetzt so im Mittelfeld. Also kann ich durchaus empfehlen, kann man aber auch deutlich günstiger übernachten. In El 10 waren wir dann auch jeden Abend essen. Da gibt es jede Menge Restaurants und Pubs. Da kann man natürlich sagen, zu normalen Preisen essen gehen gut. Ähm, genauso in El Calafate, da gibt es auch jede Menge Sachen. Da waren wir auch jeden Abend essen. Und in Puerto Natales, den einen Abend waren wir auch essen. Also auch vollkommen in Ordnung, Preisniveau würde ich sagen, wie in Europa. Äh, nur im Torres del Paine ist das ein bisschen problematisch. Da gibt es nicht viele Restaurants, beziehungsweise man muss eigentlich immer in den Hotels zu Abend essen und das ist relativ teuer. Und was wir da gemacht haben, wir haben da so eine kleine Cafeteria entdeckt, die hat. Frische Sandwiches zubereitet. Und da waren wir ein paar Mal und haben Sandwiches gegessen. Und ansonsten haben wir uns selber auf dem Zimmer verpflegt. Gezahlt haben wir meistens mit Kreditkarte. Es empfiehlt sich aber auch auf jeden Fall Bargeld mitzunehmen und am besten US-Dollar. Denn der argentinische Peso, der ist nicht wirklich viel wert. Also die haben ein großes Problem mit Inflation, dass so ein halbes Jahr oder ein Jahr später das Geld nur noch ein Zehntel wert ist. Das heißt, Peso kriegt man hier in Deutschland sowieso nicht. Ähm, ja, also da würde ich sagen, US-Dollar am besten mitnehmen und wenn man Dollar tauscht in Peso, wird man halt auch sehen, man kriegt für einen Schein Dollar, kriegt man direkt ein dickes Bündel an Pesos zurück. Ähm, ja, man sollte alles so ein bisschen haben. Oft geht, wie gesagt, Kreditkarte, aber so gerade für Notfälle. El Chaten hat zum Beispiel so ein bisschen Probleme mit der Internetverbindung und da haben wir zum Beispiel für die Sicherheit einfach äh, die Unterkunft bar bezahlt. Wäre auch mit Karte gegangen, aber wir waren nicht ganz sicher. Genauso beim Tanken, es gibt eine Tankstelle in El Chalten und die hat auch öfters mal zu so Hammersmins gehört, keinen Sprit. Das heißt, wenn man sieht, die hat Sprit und die ist offen, sollte man auch das Auto voll tanken. Und auch da muss man rechnen, dass man mit Bargeld zahlen muss. Ansonsten, Kreditkarte geht in den Hotels und Restaurants eigentlich meistens. Fotografisch sind die meisten Spots was für einen Sonnenaufgang, denn man befindet sich östlich der Anden und die Sonne geht ja im Osten auf. Und gerade wenn man so ein bisschen Alpenglühen auf den Gipfeln haben will, dann sollte man schon zum Sonnenaufgang irgendwo sein. Am besten sogar eine Stunde oder anderthalb Stunden früher, denn im Osten ist Steppe und je nach Wetterlage ist da nichts, was irgendwie die Sonne blocken könnte. Und wenn dann so ein bisschen Wolken über den Anden oder über den Gipfeln sind, ähm, dann... Kriegen die schon ganz schön früh Licht, also das unterschätzt man. Zum Teil hat man wir wirklich vor äh, anderthalb Stunden vor Sonnenaufgang schon so ein erstes, ja, wie so ein Alpenglühen auch in den Wolken dann gehabt. Ähm, wer sich genauer für die Fotospots interessiert, ich habe eine digitale Google Maps Karte erstellt. Da sind alle Fotospots drin. Da sind auch sonst noch so ein paar Tipps drin, wo man tanken kann, welche Routen man nehmen sollte oder welche man nicht nehmen sollte. Und so weiter. Also ich verlinke das gerne mal, würde mich freuen, wenn ihr dazu schlagen würdet. Ähm, hilft auf jeden Fall eine Menge Zeit zu sparen bei der Planung. Ja, das waren so meine Tipps für Patagonien, meine Erfahrung oder unsere Erfahrung. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was ihr wissen wollt, dann schreibt es gerne unten rein, ich versuche das zu beantworten. Habt ihr selber noch Erfahrungen, Tipps, die ihr mit uns teilen wollt, dann schreibt es auch gerne mal unten rein. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.